Till Schweiger. Jetzt spricht Tochter Luna. Till Schweiger schweigt bislang über die Mobbing- und Alkoholvorwürfe bei seinen Filmdrehs. Jetzt spricht Tochter Luna. Sichtlich gezeichnet und leicht neben der Spur präsentiert sich Till Schweiger nach den Negativberichten, die er über sich lesen musste. Wie sein engeres Umfeld mit den schlimmen Schlagzeilen umgeht, Klosser traf Tochter Luna. Jetzt spricht Tochter Luna Schweiger. Es hagelte heftigste Vorwürfe, Till Schweiger sei ein Tyrann am Set, die Rede ist von Mobbing und Alkoholexzessen bei seinen Filmdrehs. Der Schauspieler und Regisseur selbst schweigt eisern dazu. Zwar zeigte er sich nach Wochen jetzt wieder in der Öffentlichkeit, doch es ist nicht zu übersehen, wie sehr ihn die Anschuldigungen belasten müssen. Umso mehr flüchtet er sich aktuell in sein privates Umfeld und klammert sich an Menschen, die ihm noch zugetan sind. So wie Kollegin Tina Ruhland, mit der er gerade einen gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram teilte. Als Lieblingsschauspielerin bezeichnet er sie da. Und doch ist sie viel mehr als das. Im Gegensatz zu so vielen anderen aus der Filmindustrie hat sie sich nicht von ihm abgewendet. Auch Tochter Luna steht zu ihrem Papa. Wir treffen sie auf der Berlin Fashion Week am Rande einer Thomas Sabo Party. Wie es Till geht, dazu dürfe sie nichts sagen, so die Jungschauspielerin zu Klosser. Sie sagt nur, in wenigen Tagen fliege ich zu ihm nach Mallorca. Dort hat der Schauspieler eine Finca. Und vielleicht kann er sich dort auch wieder sammeln, um sich den Vorwürfen endlich stellen zu können.